Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein Beauty-Favoriten-Video für euch. Ich bin total glücklich, dass ich dieses Video jetzt abdrehen kann, denn zum einen scheint die Sonne, meine Männer sind gerade draußen spazieren, sodass ich euch jetzt in aller Ruhe alles zeigen kann, was ich über die letzten Monate ausschließlich verwendet habe und unglaublich gerne verwende, denn es sind meine liebsten Produkte. Ich bekomme von euch ganz, ganz viele Fragen täglich auf Instagram. Welchen Lidschatten verwendest du? Welche Foundation hast du heute drauf? Was ist dein liebster Nagellack? Und das alles heute in diesem Video. Natürlich noch ein bisschen was mehr. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, welche Produkte zu meinen liebsten Produkten gehören, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und los geht's. So, ich habe ein ganz wichtiges Produkt im Bad vergessen. Das darf auf gar keinen Fall in meinem Beauty-Favoriten-Video fehlen. Und zwar geht es um meine Haare. Meine Friseurin hat leider in den nächsten 3 Wochen keine Zeit für mich und meine grauen Haare schimmern schon wieder durch und deshalb rette ich mich immer und immer wieder mit meinem Magic Retouch von L'Oreal. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Also falls eure Friseurin auch mal keine Zeit für euch hat und ihr den Termin so ein bisschen nach hinten schieben möchtet, dann schaut euch dieses Produkt hier aus der Drogerie an. 6,95 Euro zahle ich dafür immer und es hat mich schon so, so oft gerettet. Allerdings werde ich jetzt bei meinem nächsten Friseurbesuch meine Haare auch wieder ein ganzes Stück schneiden lassen und hier wird die Farbe wieder schön frisch gemacht, aber die grauen Haare müssen halt auch irgendwie versteckt bzw. abgedeckt werden und deshalb habe ich das jetzt ganz schnell im Bad geholt, um es euch zu zeigen, weil es wie gesagt auf gar keinen Fall fehlen darf. Machen wir weiter mit Foundation. Diese Frage bekomme ich eben auch ganz, ganz oft gestellt, welche Foundation ich denn verwende. Und zwar schon seit vielen, vielen Monaten immer dieselbe Kombination. Leider ist eine davon jetzt leer, ich zeige es euch. Also zum einen meine Bourjois Healthy Mix Foundation, diese hier, die ist leider fast leer. Die habe ich immer zusammen mit dieser hier gemischt, meine Glow Cherie von L'Oreal. Allerdings davon immer nur ein ganz, ganz kleines bisschen rein. Das dient für den Glow, man sieht total schön frisch aus und man strahlt. Das Teilchen hier ist allerdings leer, deshalb hier die neue Packung. Das ist jetzt allerdings eine andere Farbnuance, denn wir kommen gleich noch zu einem anderen Produkt. Deshalb habe ich mir die jetzt ein bisschen dunkler geholt, aber meine Bourjois Healthy Mix Foundation ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Die ist so, so gut und ich bin ultra traurig, dass sie fast leer ist. Also ich muss ganz oft pumpen, damit überhaupt noch was rauskommt. Das ist halt auch immer das Blöde an diesen Verpackungen. Aber gut, da kann ich jetzt nichts dran machen. Die ist leer, die ist neu und das ist die Kombi. So, und dazu kann ich euch jetzt erklären, warum ich diese hier etwas dunkler gewählt habe, denn ich habe in den letzten Monaten ein Produkt entdeckt. Oh mein Gott, das ist der absolute Wahnsinn. Wirklich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ausrasten werde wegen so einem Produkt, vor allen Dingen, weil ich sowas eigentlich nicht so verwende für den Körper generell. Also ich spreche von Selbstbräuner. Ja, ich verwende für meinen Körper nie Selbstbräuner. Ich finde, das riecht immer total komisch, gibt meistens Flecken oder ich bin einfach zu doof. Außerdem bin ich ja von Natur aus schon ein eher dunklerer Typ, aber im Gesicht ist es eben ein bisschen schwierig. Also ich möchte mich ja auch nicht so in die Sonne legen, ne, mit dem Gesicht. Das ist ja auch nicht so gut für. Und deshalb bin ich geinfluenced worden auf Instagram von einer ganz, ganz lieben Bloggerin. Und da habe ich mir sofort das Produkt nachgekauft. Und zwar von Clarence, ein Selbstbräuner fürs Gesicht. Allerdings habe ich fast 30 Euro dafür bezahlt und ich habe überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Ich habe den mitgenommen nach Italien und habe mir gedacht, Mensch, da hast du auch ein bisschen mehr Zeit, dich damit zu beschäftigen. Vor allen Dingen, wenn man sich halt noch nicht so gut auskennt. Und nein, es war leider nichts. Da ist das Produkt. Und dann habe ich aber ein anderes Produkt entdeckt. Oh mein Gott, Leute, das ist so, so krass. Und zwar von Beauty Mates. Dieses hier, ja, Selbstbräunungsbooster. Also die haben 6 verschiedene Booster für hier unter die Augen, die Partie und so weiter. Da kommen wir gleich dazu. Genau, Augenlifting Booster. Aber ich wollte euch jetzt erstmal diesen Selbstbräuner hier zeigen. Oh mein Gott, das ist der absolute Wahnsinn. Also hier ist so eine Pipette mit dabei. Und davon gebe ich mir 2 bis 3 Tropfen. Also ich habe damit erst langsam begonnen, ne?
ein Tropfen habe ich erst genommen und jetzt halt 2 bis 3, kommt immer ganz drauf an. Und dann packe ich mir ein bisschen Tagescreme hier in die Handinnenfläche, gebe die Tropfen eben rein, mische das und gebe das aufs Gesicht. Leute, es entstehen keine Flecken. Es ist kein komischer Geruch da und es sieht einfach schön gleichmäßig aus und ihr seht nach 2 bis 3 Stunden schon einen Effekt. Also, ich bin so begeistert. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Schaut euch die Produkte gerne mal an. Ich zeige euch gleich noch was anderes von dieser Marke. Ich habe von denen sogar einen Rabattcode zur Verfügung gestellt bekommen, netterweise. Da habe ich mich natürlich total gefreut, sodass ihr da auch sparen könnt. Ganze 20%. Nein, ich habe von dem Rabattcode gar nichts. Ich freue mich einfach nur, dass ich sowas eben für euch zur Verfügung gestellt bekomme. Schaut dazu gerne mal unten in die Infobox. Alle Produkte sind übrigens auch tierversuchsfrei, vegan, ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Mineralöle und so weiter. Also ihr könnt euch das ja auch mal durchlesen. Es gibt verschiedene Tagespflegecremes, Nachtcremes und so weiter. Aber ich mache es halt so, dass ich bei meinem Booster erstmal die Creme aufbrauche, die ich noch zu Hause habe. Also ihr könnt es auch kombinieren, das ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst da jetzt nicht alle Produkte von dieser Firma kaufen. Alle Booster sind quasi mit eurer Hautpflege, die ihr zu Hause habt, kombinierbar. Das ist überhaupt kein Problem. Und was ich noch dazu sagen wollte, dass es auch made in Germany ist. Das ist auch nochmal sehr wichtig. Es gibt übrigens auch einen Set-Konfigurator, total easy und das finde ich sehr, sehr praktisch. Ihr sucht euch quasi erstmal eure Creme aus und dann habt ihr die Möglichkeit, euch noch den Booster auszusuchen, den ihr eben möchtet, einen oder mehrere. Und so ist es dann eben auch günstiger, anstatt dass ihr die Produkte einzeln kauft. Also wenn ihr sie im Set kauft, spart ihr auf jeden Fall viel Geld. Und ansonsten habt ihr ja noch die Möglichkeit, 20% zu sparen mit meinem Rabattcode, den ich euch jetzt hier mal reinschreibe, beziehungsweise wie gesagt, unten in der Infobox verlinke. Die Marke, die ist wirklich sehr geeignet für die anspruchsvolle und reife Haut. Ich werde da weiterhin Produkte testen und werde euch auf dem Laufenden halten. Mir hat eben auch die Seite sehr gut gefallen. Ihr könnt nämlich dort auch mal schauen, welche Produkte eben zu eurer Haut passen. Ihr könnt die Produkte einzeln anwenden oder eben mischen oder eben Layering betreiben. Also das heißt, ja, Schichten. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen eben dieser Selbstbräunungsbooster, der absolute Wahnsinn, echt. Ich bin so, so begeistert, vor allen Dingen, weil ich gleich einen Unterschied gemerkt habe und eben, wie gesagt, nicht in die Sonne möchte. Und da habe ich mich echt total gefreut. Für einen schönen sommerlichen Teint steht hier. Und ja, ich würde sagen, der Sommer kann kommen. Wir sind schön gebräunt. Und wie gesagt, deshalb habe ich mich dann eben auch für die etwas dunklere Variante von der Foundation entschieden. Ich würde euch mal empfehlen, das Anti-Aging Summer Set anzuschauen. Da ist eben der Selbstbräunung Booster drin und die Hyaluron Lift Cream. Allerdings verwende ich die Lift Cream für meine Nachtpflege. Also die ist schön reichhaltig und pflegt schön. Morgens sieht es einfach total schön aus und man ist so frisch, ne? Gerade wenn man wenig schläft mit kleinem Kind. Und deshalb verwende ich das eben so. Aber ihr könnt euch das so zusammenstellen, wie ihr möchtet. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Fingernägeln oder mit dem Lidschatten. Nein, wir machen mit den Fingernägeln weiter. Und zwar hat mir meine Schwester ja diese Teile hier mitgebracht, um den Nagellack eben abzumachen. Und diese Teile sind so, so genial. Ich hatte euch das mal in einem Vlog gezeigt und da hatten mir viele geschrieben, Mensch Heidi, die gibt es doch auch bei DM. Meine Schwester hat mir die nämlich aus England mitgebracht und oh mein Gott, da ist eben kein Aceton drin und das ist so ein himmelweiter Unterschied. Also Aceton ist ja total schrecklich und stinkt und man merkt eben auch am Nagel, dass es schon so ein bisschen angegriffen wird, vor allen Dingen die Nagelhaut. Und das habt ihr bei diesen Teilen überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, da ist noch wie so eine Art Öl mit dabei und das pflegt total die Nägel, die Nagelhaut und ich bin total begeistert. Wollte euch das Ganze zeigen, also falls euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall bei DM vorbei. Wie gesagt, ganz viele Zuschauer haben das geschrieben und deshalb gebe ich es gerne weiter, dass es eine Art von Produkt eben auch bei DM gibt. Und zu meinem Nagellack, da bekomme ich tatsächlich täglich die Frage, welcher das denn ist, der wäre so schön und so edel und so neutral. Ich muss dazu sagen, das war italienisch, dass ich natürlich auch sehr, sehr gerne
farbigen Nagellack trage, gar keine Frage, gerade zum Beispiel so einen bordeauxfarbenen oder einen schönen roten. Aber bei den farbigen siehst du halt sofort, wenn die absplittern, und ich habe ja dann doch meist wenig Zeit, und am besten ist es dann so, dass sie total abgesplittert sind, wenn du gerade in dem Moment keine Zeit hast, den wegzumachen und einen Termin hast. Ja, das ist immer so bei mir die Kombi, und deshalb trage ich am liebsten so einen hellen. Da fällt das Ganze nämlich nicht so sehr auf, und den ich mir schon seit Monaten, ich will schon fast sagen seit 2 Jahren immer wieder nachkaufe, ist dieser hier von Essie, Schierlack. Ich habe hier 2 Stück, weil der eine fast schon wieder leer ist, der hier. Und deshalb hier, ja, der fast neu ist, wobei ich beide gleichzeitig verwende. Gut, das muss man auch nicht verstehen. Aber zuerst trage ich mir immer einen Basecoat auf. Hier in dem Fall der von Essence, also den hatte ich halt, und da habe ich jetzt keinen besonderen Wert. Irgendeinen, der halt zu Hause ist, den verwende ich dann. Und im besten Fall noch ein Topcoat. Hier Colorfix von Mavala. Allerdings habe ich den jetzt auch schon wieder vergessen. Da glänzen halt die Fingernägel total schön, und das ist wie so eine Art Versiegelung, will ich jetzt mal so sagen. Aber das vergesse ich meistens oder habe dann keine Zeit. Ja, so viel zu meinen Fingernägeln, und dann machen wir weiter mit Lidschatten. Ich habe mir eine neue Lidschattenpalette vor einigen Monaten zugelegt und verwende sie tatsächlich so gut wie täglich. Meine Huda Beauty Nude Light. Also ich habe sie mir in Frankfurt gekauft bei Sephora, 29,90 €, glaube ich, habe ich dafür bezahlt, oder 34,95 €. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber diese Investition hat sich definitiv gelohnt, denn ich kann damit sehr schlichte Augen, Make-up, Amus, Schminken, falls das jetzt gerade deutsch war, und auch etwas speziellere, also für den Abend oder wenn man was Schönes vorhat, was Spezielles, dann kann man zum Beispiel auch diese Glitzer-Lidschatten sehr, sehr schön schichten und das eben, ja, sehr, sehr schön schminken mit dieser Lidschattenpalette. Ich bin ganz, ganz glücklich, dass ich sie mir zugelegt habe. Und ansonsten, was hier jetzt noch die Augenpartie betrifft, wollte ich euch noch einmal meine Augenpatches zeigen von Dalton. Oh mein Gott, ohne sie, ja, geht gar nichts. Heute Morgen habe ich mir auch wieder welche aufgetragen. Und hier sind meine, ja, unbenutzten. Richtig, richtig genial. Wenn die leer gehen, dann werde ich nervös. Richtig, richtig gut, wirklich, das polstert diese Augenpartie hier auf, man sieht frisch aus, es tut einfach total gut, es ist schön kühlend. Ich packe sie mir zum Beispiel vorher in den Kühlschrank, deswegen, ja, kühlt das Ganze schön. Hier steht übrigens auch noch drauf, dass die Fältchen reduziert werden und die Tränensäcke, weil da ein Naturkomplex aus Ginseng, Ginkgo-Blätter und grünem Tee, wilder Malve und Aloe Vera enthalten sind. Und die sind eben auch für jeden Hauttypen geeignet. Wollte ich euch eben auch noch zeigen. Ja, und ansonsten habe ich mir jetzt hier noch meine Teile zum Abschminken hingelegt, weil ich die auch mal zeigen wollte. Das geht ja dann doch meist ein bisschen unter. Also man kann die ohne Reinigungsmittel verwenden, also nur mit klarem Wasser, dass man sich eben schön abschminkt, und alles wird wirklich abgenommen mit diesen Teilen. Die sind, glaube ich, ganz neu, wie so eine Art Waschlappen. Gehe ich mir schön übers Gesicht. Die kommen dann immer in die Waschmaschine, allerdings packe ich die nochmal separat in so ein Säckchen rein. Hier habe ich die in dieser Form. Und ganz neu habe ich jetzt eben auch diese hier, weil ich keine Abschminktücher, also diese fertigen in dieser Packung, keine Ahnung, wie sich das nennt, von Neutrogena, BB, was weiß ich, was ich da halt immer gekauft habe, verwende. Denn zum einen natürlich für die Natur, und zum anderen ist es schon auch eine Verschwendung. Und mit diesen Teilen hier, ja, bist du ruckzuck übers Gesicht gefahren mit Wasser. Man kann natürlich auch dann noch ein Reinigungsprodukt verwenden, eben auch für die Pflege zum Beispiel, aber das mache ich eigentlich nie. Ich nehme mir mein Augen-Make-up runter, eben mit so einem Teil. Der Augen-Make-up-Entferner, der ist übrigens auch von Dalton. Den habe ich jetzt nicht mit hierher geholt, sorry dafür. Auf jeden Fall gebe ich mir davon ein bisschen hier drauf, mache mir erstmal mein Augen-Make-up runter, und dann verwende ich eben so ein Tuch. Und die sind von, Gott, lasst mich nicht lügen, ich
Ich glaube, die Marke heißt Make-up-Radierer. Ja, genau, Make-up-Radierer. Kann ich euch versuchen, auch mal unten in der Infobox zu verlinken, sowie alle Produkte, die ihr jetzt hier gesehen habt. Ich suche euch alles raus, damit ihr dann eben nicht lange danach suchen müsst. Ja, und ansonsten habe ich eine absolute Ampullenliebe für mich entwickelt. Ich habe so unglaublich viele Ampullen in den letzten Monaten verwendet. Und ich komme immer mehr dahinter, welche gut für mich ist, welche zu meinem Hauttyp passt. Es kommt natürlich drauf an, bin ich gestresst, bin ich müde, bin ich erkältet und sehe aus wie der Tod. Welche Ampulle passt da eben am besten? Diese hier habe ich euch in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt. Das muss ich allerdings noch zurechtschneiden. Ich weiß nicht, ob es schon online ist. Ich würde jetzt ungern auf jede einzelne drauf eingehen, weil ich wirklich sonst den Rahmen dieses Videos sprenge. Denn ich möchte dazu gerne etwas mehr sagen. Also es gibt da auch meine Favoriten. Aber wie gesagt, es kommt halt drauf an, wie meine Haut gerade drauf ist. Und es wäre jetzt schade, wenn ich einfach das so abkanzel mit Ampullenliebe und Favoriten und fertig. Also ich würde da schon gerne näher drauf eingehen, weil es das Produkt auch echt verdient hat oder die Produkte, sagen wir es mal so. Es gibt ja ganz viele verschiedene, aber wie gesagt, das ist eben Hauttyp abhängig beziehungsweise von der Situation. Jo, und da würde ich sagen, sprechen wir das nächste Mal drüber. Sehr, sehr gerne sogar. Eins meiner allerliebsten Produkte. Also, das habe ich schon des Öfteren gezeigt, vor allen Dingen auch auf Instagram. Und nein, das ist hier keine bezahlte Produktplatzierung, gar nicht. Dalton weiß nicht mal was davon, dass ich jetzt hier die Produkte in die Kamera halte. Aber ich muss es euch einfach zeigen, weil da das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach so, so genial ist. Wirklich, das ist der absolute Wahnsinn. Ihr denkt bei diesem Produkt, dass ihr in einem Spa seid, bei einer Spa-Behandlung und macht es aber zu Hause und spart euch ein Schweinegeld, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Denn in so einem Luxushotel eine Spa-Behandlung, ja, kostet ein bisschen was und so habt ihr es zu Hause. Und zwar spreche ich gerade von dem Spa Deluxe Ingwer Meersalz Körperpeeling. Das ist einfach nur, ey Leute, das ist der Wahnsinn. Also abgesehen vom Packaging, was ja jetzt erstmal unwichtig ist, das Produkt, wirklich, nachdem ich das verwende, mir geht es da so, so gut. Dieser riesen Pott hier kostet, meine ich, 29,95 Euro. Ich habe ab und zu auch mal einen Rabattcode bei Dalton, aber die sind da eher sparsam mit den Rabattcodes. Schaut es euch einfach mal an, ganz unverbindlich, bestellt es euch mal. Ihr werdet es lieben, wirklich. Also es ist so, so gut. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich habe davon auch schon die neue Packung gebunkert unten im Bad. Werde ich euch auch mal verlinken. Und das war es jetzt soweit, denke ich, meine Lieben. Ich hätte noch ein paar andere Produkte, aber ich möchte den Rahmen dieses Videos nicht sprengen. Denn wenn ich mal anfange, von meinen liebsten Produkten zu sprechen, dann ja, merkt man ja, verfalle ich so in in meinen Redefluss und komme nicht mehr raus. Und ich hoffe aber trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass ich euch vielleicht mit dem ein oder anderen Produkt inspirieren konnte. Vielleicht kanntet ihr das ein oder andere Produkt ja noch nicht und möchtet es euch zulegen und eure Erfahrungen damit machen. Vielleicht habe ich euch ja diesbezüglich ein bisschen weiterhelfen können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ein Tipp für euch dabei war. Schaut euch auf jeden Fall die Produkte von Beauty Mates an. Hier sind meine drei Booster, von denen ich total überzeugt bin. Ich habe euch halt jetzt erstmal nur meinen Selbstbräunungsbooster vorgestellt, aber der für die Augen, der ist auch wirklich sehr, sehr genial. Hier eben diese Partie und dann habe ich noch einen Anti-Falten-Booster. Aber dazu kann ich euch ja auch in einem weiteren Video ein bisschen mehr erzählen oder ihr schaut euch die Produkte einfach schon mal an. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr bis hier mit dabei gewesen seid. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!